So. Ich wundere, wo ich gerade bin. Wir haben gerade beschlossen, wir kaufen uns jetzt Schriftrollen. Uralter Menschenschädel. Oh weh, arme Seele. Gut, dass ihr euch nicht kanntet. Oh, noch ein legendärer Ring. Boah, ich habe heute das voll das Glück. Ja. Ring des Schicksals. 27 magische Rüstung. Plus 5 Feuerresi. Ein Geomant und ein Beschwören. Das ist des Prinzens Ring. Aber sowas von. Nutzt du überhaupt Necro? Ein bei Necro. Und ich glaube, er hat auch sonst nirgendwo Necro-Schaden oder Necro-Special, ne? Ne. Immer nur beschwören. Ja, dann kriegt er einen neuen Ring. Dann hat er ein bisschen Feuerresi. Bei Necro-Behälter. Krieg noch einen Geomant dazu. Boah, diese scheiß Kinder, ey, die nerven wirklich. So. Geil, ein Geomant. Jetzt hat er Geomant 4. Das ist doch gar nicht so schlecht. Aber ich sehe gerade, du hast gerade, bist gerade dabei, Sachen in, zu schieben. Ich hab jetzt jedem von einem von deinen halt die Schriftrolle gegeben. Gut, mein Charakter stinkt schon wieder 14 Runden. Oh, ey, das ist ja... Hier sind Magister und so weiter. Speicherst du mal bitte ab? Es kann sein, dass ich gleich plötzlich in einen Kampf reinrutsche. Obwohl ich das nicht will. Ich hab voll vergiftete Fische und so, die legen Giftschaden fest und so. Danke. Hui. Elf, oh. Have you seen a human acting suspiciously near here? Grey cloak, grey beard, satchel slung over his shoulder. Alles, was Menschen tun, ist verdächtig. Siehst du, hast du einen Tüffler gesehen? Well, if you do see anything out of place, report it immediately. He'll slip up soon, and then we'll have him. Bevor ich weiterklicke, was handelst du denn? Hier, nimm mal die Holzkiste. Then we can get them out and you can get back to work. Den Eimer. Und den Besen. Und dafür gibst du mir das Gold. That lunatic is not gonna take another magister. He'll be a pleasure to watch magister. So, ich rede mit ihm weiter. Ich rede mit ihm weiter, sag ich. So, ich dachte, wer ist fertig, weil du mit dem Handel ist. Nö. Nicken und gehen. Jetzt bin ich fertig. Leeren verseuchter gelber Zackenflosser, den möchte ich haben. Meine Fresse, hier stinkt's. Drei Schaufeln, krass. Statt das hier sauber zu machen, ne? Also, ich habe hier das Gefühl, dass hier noch irgendwas im Busch ist.
vergiftet gibt's auch noch hier. Nett. Das wird ja immer besser. Also der rote Prinz hat echt manchmal... Weil er meine Schaufel verschenkt, so ein Scheiß. Da gibt's so einen Sympathiepunkt, den letzten. Hey, nicht mal das hat er mir gegeben. Uiuiui, ganz schlecht. Ich glaube, wir waren noch nie im Hafenbereich hier, ne? You'd swear the shark was smiling at you. Die ganzen Fische, die kann man gut verkaufen. Boing. Boing. Ui, da nicht reingucken bitte. Beinahe hätte ich fast Illegales gemacht hier. Ja, man muss ja manchmal echt aufpassen, wenn man hinklickt. Mhm. Ja, aber an gewissen Level sind es Eigentum. Wo? War es bei mir oder war es bei dir? Bei mir, und ich habe irgend so ein komisches Fass gefunden, wo sich ein Fisch bewegt. Was? Moment, Quest. Seltsame Fracht. Tag 8, 16.54 Uhr. Wir haben einen Tüftler namens Higbar gefunden, der sich im Fischwerk versteckt hatte. Angeblich soll er hinter dem Verschwinden mehrerer Magister stecken. Der Tüftler beteuert jedoch seine Unschuld und bittet uns, ihm bei der Flucht aus Dreipol zu helfen. Vielleicht sollten wir ihm helfen oder vielleicht sollten wir ihn verbraten. Schatten über Dreipol. Der Brief hat genügt, hatten wir schon. Ich glaube, da ist irgendwie noch unten irgendwie so ein Zusatzquest aktualisiert worden. Was nicht oben angeteasert wird. Dann muss ich jetzt nicht unbedingt vorlesen. Oder suchen. Fertig? Ich bin fertig, ja. Dann rede doch mal. Oder willst du nicht zuhören? Reden. Achso, du meinst zu dir rüber. Okay. Ja, ich... Still vor dir und Stinkwolke ist direkt das ganze Bild bedeckt. Ja. Mit wem reden wir hier? I'm a salesman. I tinker. I fix things. I wonder. I buy and sell books when I can. I had nothing to do with those magisters vanishing. Please help me. I don't want to die. I don't want them to take me. Hm. Was springt für mich dabei raus? What? I don't know. I don't have much gold. I've spent years collecting rare items from across Rivellon. Please, what I have is more valuable than any coin purse. It can be yours. Just get me out of here. Wir brauchen jemanden, der uns beibringt, wie man Quellmagie benutzt. Wenn du uns damit helfen kannst, dann helfen wir dir auch. Teach you? I'm no tutor. You shift your weight slightly away from the barrel and hear a panicked squawk from within. No, don't leave. I have friends. I know people. They can teach you. Just please, don't leave me here. Okay, was brauchst du? Oder was sollen wir für dich tun? I just need to get out of Driftwood. I can't risk being seen. But if you can get out of town, I can escape to Ox. Please, I'll do anything. Just don't let them see me. Don't let them find me. Hm. Okay. Wir helfen dir. Aber du musst hier noch ein bisschen länger aushalten. Damn it, hurry up! I can feel the fish oozing everywhere. Augenrollen. Ohne Augen ist es, glaube ich, schwer, aber ich versuch's mal. Don't let them find me. Hey. Seltsame Fracht.
Tag 8, 17 Uhr 8. Und 4. Hegbar hat uns erzählt, dass er mächtige Quellenmagier kennt. Solche, die uns helfen können, unsere Quellenkräfte zu verbessern und zu meistern. Wenn wir ihm bei der Flucht helfen, erzählt uns alles, was er weiß. Hegbar vertraut darauf, dass wir auf Treibholz herausfinden. Dass wir ihn aus Treibholz herausführen. Wir können ihn in Sicherheit bringen oder ihn für ein hübsches Sümmchen verraten. Hegbar. Wir haben den Tüftler, einen Quellenmagier namens Hegbar, in seinem Versteck im Fischwerk gefunden. Er beteuert seine Unschuld und sagt, dass er nichts mit dem Verschwinden der Magister zu tun hat. Hegbar. Ist auch eine Angabe für Luftdruck, ne? Es gibt ja, das ist ja ein Bar und dann gibt es auch zwei Hegbar und so. Wusste ich gar nicht. Komisch. Ja. Gespeichert. Wir können es versuchen. Oh, das wird schwierig. Das könnte auch ein Name für eine Bar sein, die Hegbar. Oder Hegbar. Toll, er kann mir folgen, aber ich... Er kann dich schleichen? Ja. Kannst du ihn zum Schleichen bringen? Kannst du ihn anklicken? Ich kann anklicken... Ah doch, ich kann ihm auch... Ah, cool, es geht doch, ja. Mit Shift kannst du sehen, ob du schleichen kannst. Oder wohin du schleichen kannst. Ja. Zum Beispiel würde ich dir, glaube ich, raten... Nicht, dass es besser ist, durch das Haus hier durchzugehen? Oder willst du da unbedingt lang... Ich guck mal, ich kann mich frei bewegen im Moment. Nee, da ist eine Leiter, das ist gut. Da könnten wir runter. Also man kann außerhalb des Hauses raus. Ah, da sind zu viele Wachen auf der linken Seite, glaube ich. Also doch durch das Haus? Ah, die sehen das ganze Gebiet da hinten. Da kommt er nicht durch. Ich guck mal die andere Seite. Aber auf der rechten Seite können wir nicht lang. Ne, ist fix, ne? Ja. Wenn wir aus dem Dorf raus wollen, dann ist vielleicht links der Weg am besten, weil da halt eine Leiter runter geht und da sind wir schon... Ne, gar nicht. Dann müssen wir da noch lang... Ah. Ja, obwohl da kann man wieder lang. Ja, das müsste eigentlich ein guter Weg sein. Oh ne, man könnte natürlich auch gucken. Der folgt. Sind zwei Wachen, das heißt, wir können die mit zwei Leuten ablenken, indem wir mit ihnen reden. Ja, stimmt. Soll ich mit wem reden, oder? Also ich rede hier mit Ivan, der mit dem einen, der gerade nach oben läuft. Hey, rede mit ihm. Geh doch. Ich spreche mal mit Canox. Hm? What? You've been needing something from me, lass. Canox ist blockiert. Okay, dann hoffe ich mal, dass es funktioniert. Der rote Prinz kann sich noch frei bewegen. Das ist geil, die sind einfach in einen Dialog gesperrt und die können nichts machen. Die sind einfach gesperrt worden. Ein paar Fische noch einsammeln hier. Bevor sie schlecht werden. So, das hat aber anscheinend nicht gereicht. Kann man da hin oder muss er dann woanders lang? Na, da kann man offenbar durch. Warte, da ist ein... Da ist noch eine Wache. Scheiße. That's close enough, Ripto. Ja, das war leider die falsche Richtung. Jetzt kann er da nicht mehr durch.
Ja, aber es... Achso, es, okay. I thought you lizards were all hiding behind your imperial walls. What are you doing in Driftwood? Das muss ich ihn erstmal aus dem Gespräch bringen, Moment. Ich bin nur zufällig willkommen. Ich will keinen Ärger. Good. This town has enough problems. Tell me. Have you seen a man around here? Grey beard, grey cloak. A look of madness in his eyes. Nope. Damien, take it all. Where is the snake? Magister Carver will have our heads if we don't find him. It's vital that you report anything unusual. We must know. Is that clear? Ja, ja, ist klar. Und tschüss. So, ich setze ihn wieder im Gespräch. Und zwar in... Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Okay. Ich gucke aus Sibylles Sicht aus weiter Entferne mal. Ich kann mich ja nicht mehr bewegen. Aber wer kann sich da hinter dem Wagen verstecken oder so? Ah, ich würde es bezweifeln. Okay, jetzt müsstest du ihn wieder von der anderen Seite ansprechen können und dann ist er hoffentlich unentdeckt. Okay. Tell me, have you anything to... If you see anything suspicious... Das sieht gut aus. Oh, Moment, da draußen ist noch jemand, der rumläuft. Okay, warte mal, ich sag mit Bill, die hat nämlich jemanden angesprochen. Hm, was? Braucht ihr was von mir, Mädchen? Ich habe nicht allzu viel mit Elfen am Hut, wenn ihr versteht, was ich meine. Sagen, dass du von Zwergen Ausschlag kriegst. Was du sonst an Standzahler für dich behältst. Decency, eh? Oh, I had me some decency back in the day. Days before the Reds, days of the divine, long gone. Anstand, wie? Oh, ich hatte mal Anstand einst. In den Tagen von den Roten, in den Tagen des Göttlichen ist lang her. Oh nein, die Magister sind das Gesetz und das Gästen müssen wir respektieren. Respect the Reds? Disgraceful. Get out of my face, would you? I ain't talking to no damn Reds lover. Ach, mir ist es recht. Kein großer Verlust. Bloody elves, all the same. Not worth the spit in a spittoon. Alter, fast ein Wortstreit mit einem von diesen Typen ausgehandelt. Ja, wo will er hin? Okay, zum Glück. Okay. Wir haben da hinten irgendwo geparkt. Von da aus müssen wir nochmal weiter. Da kann ich den anderen ja eigentlich auch los. Da kann ich den mit roten Prinzen ja auch loslassen, ne? Ja, warte mal, dann speichere ich, wenn du ihn hierher geholt hast. Tell me, have you, if you see anything suspicious? Nein, der bewegt sich irgendwie großartig. Dann wäre natürlich blöd. Nein, ich glaube nicht. Ich guck mal, wie der Laufbewegung ist von denen. Falls überhaupt. Oh oh. Ach, die Kinder. Ja, und wenn wir rausfallen, dann müssen wir halt die Wachen hier draußen noch besiegen anscheinend. Auf der Brücke. Oh ja, machen wir mal mit Quellmagie. Obwohl, nee, da übers Wasser könnte man auch gehen. Ist er Jesus? Ist er Jesus? Nee, nee, das Wasser ist da nicht so tief und da ist eine Leiter hoch. Aha. Kann man irgendwo Markierung machen oder ist doch schon mal sowas ausprobiert oder nicht? Ja, ping, rechts unten. Aber warte mal. Ich mach mal eben folgende Pause.